40 Jahre nach ihrer Trennung erobert die schwedische Popband ABBA wieder die Bühne mit der Weltpremiere des Konzerts ABBA Voyage in London. Doch nicht die Bandmitglieder rockten gestern Abend die Show, sondern ihre digital animierten sogenannten Avatare als Live-Act mit vielen Hits. Ein emotionaler Abend für Fans und die vier Stars im Publikum. Sie stehen auf der Bühne, als seien sie es leibhaftig. Es ist eine bemerkenswerte Illusion. Der Gesang kommt vom Band. ABBA selbst ist eine Animation. Was allerdings fehlt, ist eine spontane Interaktion mit den Fans. Zur Premiere ihres ersten Konzertes nach 40 Jahren sind die heute über 70-Jährigen nach London gekommen, quasi als Gäste ihrer eigenen Show. Trotzdem fühlt es sich an, als würden wir auftreten. Wir gehen in die Vergangenheit, nehmen sie und reisen damit in die Zukunft. Eine lustige Kombination. Über Wochen haben die vier ihre Songs vor 160 Kameras aufgeführt, jede Bewegung bis ins Detail aufgenommen und zu einem Computerabbild werden lassen. Rückdatiert in die 70er Jahre sind es Avatare, die auf der Bühne stehen. Andere werden es bald nachmachen. Aber wir, ABBA, waren die Ersten. Und das ist großartig. That's pretty awesome. Gut anderthalb Stunden dauert die futuristische Retro-Show. Man vergisst die Animation nach 5 Minuten, unglaublich. Ein, zwei Lieder und man ist 40 Jahre zurück, wieder jung. Ein Jahr lang bleibt die ABBA-Arena in London, um dann womöglich in eine andere Stadt umzuziehen.